Warum aber muss ein markant männlicher Körper Anziehung und Respekt auslösen? Ganz einfach. Kraft, Explosivität, Masse, Körpergröße und ganz besonders die Schulter-zu-Hüft-Proportionen können allesamt Testosteron und Zeugungskraft suggerieren. Schwäche hingegen, wenig Muskeln zu wenig Masse und ein Körper wie ein Flaschenkürbis schließen das fast schon aus. Frauen werden dir oft erzählen, dass für sie der Körper eines Mannes absolut unwichtig ist. Naja, Taten und Worte einer Frau sind zwei verschiedene Welten. Frauen, die dir erzählen, es käme allein auf die inneren Werte an, wobei sie sich dann doch konträr zum Gesagten verhalten, sind in den seltensten Fällen wirklich ehrlich. Die Natur setzt sich immer durch, Sportsfreund. Oder um es mit Goethe zu sagen, nicht der Mensch macht das Gesetz, sondern das Gesetz macht den Menschen. Und am Ende braucht eine Frau primär nicht mehr von dir als gesundes Genmaterial. Bist du nicht fit, wie soll dann ihr potenzieller Nachwuchs durchkommen? Und was andere Männer anbelangt, schüchtern breite Schultern, ein dicker Oberarm und ein kräftiger Unterarm ganz selbstverständlich auf subtiler Ebene ein. Es sorgt praktisch für sofortigen Respekt und gerade im Alltag wirst du mit diesen Attributen deutlich weniger Bullshit von anderen Männern bekommen. Das steht einfach mal fest.